Ich habe das starke Bedürfnis, danach etwas zu kreieren, mich auszudrücken, und ich verwende das Medium der Malerei hierfür. Ich versuche in meiner Malerei zwei Dinge zu verbinden. Das ist zum einen die Vorliebe für mich an der antiken Kunst, an der historischen Kunst, so wie man sie aus Museen kennt. Und diesen antiken Charme, den versuche ich dann zu kombinieren, in Verbindung zu bringen mit zeitgenössischen, gegenwärtigen, modernen oder fantastischen Themen. Fantasy-Kunst oder die Fantasy-Malerei an sich ist eine völlig fremde Welt. Es ist etwas, das einen hilft, auf die Reise zu gehen. Sie entführt jemanden, sie schenkt einem die Möglichkeit, aus dem Alltag herauszukommen und sich auf eine Reise zu begeben. Und diese Art von Freiheit, die genieße ich, da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und sie dient für mich als große Inspiration, weil speziell jetzt bei Fantasy-Kunst und Fantasy-Malerei es keine Grenzen gibt. Es gibt keine irdischen Grenzen. Man kann über das hinaus, was man vom Alltag her gewohnt ist, sich entfalten. Und darin sehe ich eine wahnsinnig großes Potenzial, große Inspiration, große Motivation. Denn Kunstwerke müssen was Immaterielles haben. Sie müssen etwas haben, das mit dem Betrachter kommuniziert. Sie müssen Emotionen wecken, sie müssen etwas auslösen. Das kann positiv sein, kann aber auch negativ sein. Es kann Angstzustände hervorrufen oder auch Freude oder Missfallen ausdrücken. Ich möchte mit meinem Handwerk, dem Gemälde, eine Aura geben, gewissermaßen auch etwas Leben schenken, und wenn dann dieser künstlerische Funke überspringt auf den Betrachter, dann habe ich im Grunde das, was ich vorhatte, erreicht.